Hallo und herzlich willkommen zu dieser Kurzeinweisung zum Shining 3D InSpec Scanner. Das ist ein Metrologiescanner, der mit in die Linie gehört, wie zum Beispiel der Freescan UE7 oder UE11. Die beiden wären handgehaltene 3D-Scanner, mit denen man um ein großes Objekt rumläuft, der InSpec eben für sehr kleine Modelle gedacht, wie zum Beispiel diesen Hund. Was man aber tun muss mit jedem 3D-Scanner, bevor man ihn verwendet, ist eine Kalibration. Und beim InSpec ist das nötig, wann immer er an einen neuen Ort kommt, wenn die Lichtverhältnisse deutlich anders sind, wenn man ihn das erste Mal verwendet natürlich, oder aber zum Beispiel, wenn die Temperaturverhältnisse sehr unterschiedlich sind. Sagen wir, ich habe ihn über Nacht im Auto gelassen, habe ihn jetzt mit ins Büro genommen und will jetzt damit scannen. Auch dann wird eine neue Kalibration notwendig sein. Also machen wir das einfach einmal kurz durch. Auf der Software steht ein großer Knopf, neu kalibrieren. Wenn ich da drauf drücke, kriege ich eine Art Anleitung, was ich denn tun soll. Zum einen brauche ich eine Kalibrationsdatei und zum anderen brauche ich die Kalibrationsplatte. Die Platte ist in diesem kleinen Säckchen, damit sie nicht beschädigt ist, denn wir wollen keine Kratzer auf dieser Platte haben. Das wiederum könnte die Kalibration ungenauer machen. Wenn man jetzt die Software das erste Mal installiert hat, hat man womöglich keine Kalibrationsdatei. Dann kann man hier auf den Download-Knopf drücken. Wenn man das tut, wird man gefragt, welche Nummer denn hinten auf der Platte steht. Und dann tippt man die hier einfach ein. In meinem Fall ist die 202-00325-0054. Und klickt Confirm, dann wird diese Datei runtergeladen. Das liegt daran, dass jede dieser Platten ein minimales bisschen unterschiedlich sein kann. Und durch diese Datei garantiert man, dass man sich spezifisch auf diese Kalibrationsplattform eben einstellt. Dazu gibt es dann ein Dropdown-Menü, sollte man mehrere davon haben, hätte jede ihre eigene Datei. In diesem Fall haben wir nur eine, also können wir die auswählen. Sollte man an dem Computer, den man hier verwendet, keinen Internetzugang haben, warum auch immer, dann einfach eine E-Mail an den Metrology-Support von Shining 3D schreiben und die schicken einem die Datei für seine Platte dann zu. Diese kann man dann mit einem USB-Stick an den Computer transferieren, an dem der Scanner eben angeschlossen ist, und dort dann diese Datei an den richtigen Ort kopieren. Dann kann man diese auch hier in diesem Dropdown-Menü finden. Der zweite Schritt ist jetzt, diesen Abstandshalter zu nehmen und darauf die Plattform zu installieren und das Ganze da drauf zu machen. Und wir sehen schon hier die Platte, die hat so kleine metallene Halbkugeln, die rausgucken, und Magneten. Und alle diese Zusätze, die man zum Scannen verwenden kann, auch die haben kleine Dellen sozusagen, die dann mit diesen Halbkugeln passen. Und durch die Magneten wird das ganze Ding dann wirklich festgehalten, es rastet da so ein. Dann die Kalibrationsplatte auch noch drauf, die sitzt dann auch fest. Und sobald man das gemacht hat, hat man nichts mehr zu tun, außer die Kalibration zu starten und zu warten. Die dauert ein paar Minuten, man kann sich schnell einen Kaffee holen oder ähnliches und dann, wenn man wiederkommt, ist die Kalibration eben abgeschlossen. Ich bleibe einfach hier stehen und schaue meinem Scanner dabei zu. Bis gleich. Kalibration ist abgeschlossen. Der ganze Prozess ist denkbar einfach. Man sucht sich die relevante Kalibrationsdatei aus und drückt Start. Und dann wartet man, holt sich einen Kaffee und wenn man zurückkommt, ist die Kalibration abgeschlossen. Man kann dann die Plattform wieder entnehmen, packt sie am besten gleich wieder in das Tütchen und dieses dann zurück in die Verpackung des Scanners. Dann kann dem ganzen Kalibrationsplättchen nichts mehr passieren. Und kann diesen Abstandshalter eben auch wieder zur Seite legen. Und dann kann man mit dem Scannen beginnen, eben ein neues Projekt anlegen oder ein vorhandenes importieren und dann daran weiterarbeiten. Das dann alles die Möglichkeiten. Darüber geht es im Zweifel in einem anderen Video. Für jetzt war das alles, was ich Ihnen zeigen wollte, wie man diesen Scanner eben kalibriert. Danke, dass Sie zugeschaut haben. Ich hoffe, Sie fanden das Video spannend. Wenn Sie noch Fragen oder Kommentare haben, dann lassen Sie doch einen Kommentar unter dem Video da. Und dann sehe ich Sie hoffentlich im nächsten Video. Bis dann.